Mann, 1. Mai. Ich hoffe, ihr habt einen schönen 1. Mai gehabt. Für uns fängt er gerade erst an. Laden habe ich fertig gemacht. Jetzt habe ich hier den Düngewagen mit Maisdünger hingestellt, hochgekippt, weil der kommt irgendwann zwischen 8 und 9 oder so, wo er wieder weitermachen. Saatgut habe ich da schon. Der 8S muss jetzt da noch eben stehen bleiben. Wenn alles so hinhaut, bloß da habe ich was vergessen. Scheiße. Wenn alles so hinhaut, dann wollte Müller Agromedia, Christian Müller, noch vorbeikommen und Fotos davon machen im Dunkeln, also in der Halle. Und dann kommt noch der Kollege vom Schröder, um meine Einweisung zu verpassen heute Vormittag. Und dann steht da noch der 414 mit den Anhängern rum und die müssen noch beladen werden mit Pflanzkartoffeln für morgen früh. Weil das morgen früh um 7 losgehen soll. Mit Pflanzen. Ja, und dann kann ich den Parkplatz erst fertig machen, wenn das hier wieder weg ist. Mal schauen. So. Jetzt weiß ich nicht, wo ich anfange. Die Absperrung kann ich auch noch nicht machen. Die Tische kann ich auch noch nicht alle hinstellen, kommt dann mit der Drille nicht durch. Ja, ist irgendwie gerade ein bisschen doof, ne? Aber das findet sich alles. Noch ist früh. Wie spät ist das jetzt? 7:30. Naja, gut, früh ist relativ. Aber das Band da ist abgerissen, das mache ich nochmal fertig. Später. Ich fahre den doch eben schon mal an der Seite, das steht hier alles im Weg. Den stellen wir da aus grün, wo der nachher auch stehen soll, damit ihr euch den angucken könnt, angucken konntet, wenn ihr denn hier wart heute am 1. Mai. Ja, das weiß ich auch nicht. In der Halle müssen wir ja noch mit dem Stapler wegen Kartoffeln. Das wird jetzt alles sehr eng in der Zeit. Vom Ablauf jetzt. Ich weiß auch nicht. Aber er fährt recht weich, muss ich sagen. Gar nicht schlecht. So, erster Eindruck bei 5 km/h auf dem Hof, ja, ist klar. So. Tschü. So schwer kann das gar nicht sein hier. Nur ungewohnt, ne? Aber das machen wir später. Der Schlüssel bleibt jetzt eben hier. Wir müssen den ja nachher noch wieder umfahren. Siehst du, das ist das vom letzten Mal. Wer sich daran erinnert, ich habe den ja schon mal getestet. Wenn du die Tür versuchst hier zuzumachen, geht sie nicht zu. Wenn du da drückst, geht sofort zu. Ja. Den Kritikpunkt behalte ich. Das ist immer noch so. Hui, Moinsen, Montag, 2. Mai. Und wie Michi Kopka gestern festgestellt hat, ist das nicht nur der erste Montag der Woche, sondern auch der erste Montag im Monat. Also, mal gucken, was passiert heute. Der erste Test vom 8S findet jetzt in einer Minute statt. Und zwar wollen wir mal gucken, ob ich meine beiden Koffer da reinkriege. Bin ich gespannt, aber die Kabine ist so groß, das wird schon irgendwie gehen. Gleich, wenn Ina vom Kindergarten zurück ist, bringen wir noch eben die Ponys auf die Weide und dann suche ich den Tiger und versuche den mal da anzubauen und dann soll es mal losgehen. Ne? So, jetzt wollen wir erstmal Koffer an die Seite stellen, Schlüssel suchen. Einen Kaffee muss ich mir auch noch machen. Habe ich auch noch nicht. Ach so, ich hatte ja erzählt, dass mein Kritikpunkt der Tür immer noch vorhanden ist. Die haben die Tür verstärkt, hat er mir erzählt. Also es ist immer noch nicht ganz einfach. Man kriegt sie zu, so ist es nicht. Ne? Aber dadurch, dass der Schloss so weit so viel höher ist als der Griff, das ist zumindest meine Erklärung dafür, ist das halt nicht so ganz einfach. Den brauche ich nicht. Da ist schön Platz für den Kaffee, das ist schon mal schön. Und die Koffer passen hier locker rein. Passt sogar der große hier vorne. Und den kleinen. Stellen wir da an die andere Seite, denke ich. Ah, hier ist ja easy. Das machen wir andersrum. Das machen wir andersrum. Den nehme ich mal eben dahin. Locker passt das hier. Das ist schön. Könnte fast liegend passen, Alter. Nee, das passt nicht ganz wegen Gaspedal. Aber das ist doch nice. Das gefällt mir schon mal richtig gut. Also da kannst du
da kannst du denn auch mal eine Kühlbox, würde man da locker hinkriegen, ne? Das ist ja bei unseren Schleppern nicht so ganz einfach. Und der kann sogar liegen, würde ich behaupten. So. So. Der würde auch hier wahrscheinlich, der passt auch locker hinter. Das überlege ich mir denn, wenn wir den Tiger angebaut haben. Aber noch ist nicht so weit. Wir müssen gleich erstmal, wie gesagt, die Ponys noch auf die Weide bringen. Hier haben wir schön USB-Anschluss. Da. Ja. Komm schon. Hallo? Ach, mit einer Hand. Ich will es nicht kaputt bauen. Ich guck gleich. Nochmal einen Zigarettenanzünder. Da kriegt man dann sicherlich auch nochmal. Ja, da kannst du auch nochmal als Adapter benutzen für USB, wenn man das denn will. Hat er hier oben dran auch noch irgendwie. Da ist auch noch USB, aber das wird wahrscheinlich dann. Ja, Strom wird auch rauskommen, ne? 5 Volt. Doch. Hier schöne Schiene für Zubehör, was wir jetzt aber auch nicht brauchen. Radio hat er auch. Auch wichtig. Doch, also vom Arbeitsplatz her ist das hier. Guckt euch das an, das ist mega, ne? Nicht schlecht. Also die Kabine ist wirklich schön vom Volumen her. Das ist, also da gibt es gar nichts dran zu meckern. Das gefällt mir wirklich gut. Hier, wie gesagt, Getränke, Dingsbums. Da haben wir Staufach. Was haben wir hier sonst noch Schönes? Hier ist auch nochmal Getränkehalter. Da. Doch, doch, doch. Sehr übersichtlich, trotz der Größe. Aber das habe ich ja im letzten Jahr, glaube ich, auch schon gesagt, ne? Dass man hier nach vorne, das sehen wir nachher auf dem Feld ja auch nochmal, dass man hier nach vorne wirklich richtig gut gucken kann, obwohl der so groß ist, ne? Er hatte mir gestern noch erzählt, das kommt nächstes Jahr, kommt der 9S raus, bis 450 PS. Der ist dann nochmal 10 cm höher, die Räder hinten. Und die Haube nochmal 30 cm breiter, weil dementsprechend der Motor da hier reinpassen muss, ne? Also das ist schon, alter Schwede, also das hier ist schon echt ein Büffel, von der, also von der Baugröße her, ne? Da muss man schon gucken, wo man unter durchfährt, das ist so. Und dann noch 10 cm höher, dann brauche ich hier vorne nirgends mehr unterfahren, das wird dann schon eng. Das ist echt zu krass. Ganz kurz noch, bevor ich das nachher vergesse, also der Schlepper selber hat ein Leergewicht von 10 Tonnen. Und dann haben wir hier noch Radgewichte, wie ihr schon gesehen habt wahrscheinlich. Zweimal 250 Kilo je Seite, also 500 Kilo macht insgesamt eine Tonne. Plus der Innenkranz, der wiegt auch noch ein bisschen, aber eine gute Tonne Zusatzgewicht hinten auf der Achse. So dass wir jetzt auch im Moment auf ein Gewicht kommen von 11 Tonnen. Plus minus, nagelt mich nicht aufs Kilo fest. Ne? 11 Tonnen Gewicht. Ich werde definitiv heute ohne Frontgewicht losfahren, weil unsere Spielzeuggewichte, ob ich die jetzt hier rantüdel oder in China fällt ein Sack Reis um, das fällt eh nicht auf. Und der wird das, der ist, da bin ich mir sehr sicher, vorne schwer genug. Auf unserem Sand, wo wir hinwollen mit dem Tiger, werde das problemlos durchziehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Judy, so, jetzt warte ich nochmal eben auf Ina, dass wir die Ponys auf der Weide kriegen und dann soll das dann auch mal losgehen. Ich bin gespannt. Also ich habe mir gestern noch mal eben erklären lassen, wie die wichtigen Dinge gehen, die ich heute brauche. aber er ist am Telefon auch erreichbar, wenn ich nicht weiterkomme, wenn ich irgendwas nicht rausfinde, dann kann ich ihn auch anrufen. Und könnte passieren, dass ich das auch tue. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Vom Fahren muss ich sagen, butterweich. Also es ist wirklich überhaupt kein Unterschied zum Vario. Was sicherlich daran liegt, dass das ein Vario-Getriebe ist. Ne? Der hat das Vario-Getriebe von der 900er Serie von Fendt hat er drin. Und die neuen Fendt, die sind quasi so aufgebaut. Beim Fendt ist die Haube ein bisschen anders und die Kabine ist natürlich anders. Und dann kommt der gleiche Schlepper auch nochmal von Valtra auf den Markt, hat er mir erzählt. Wie der sich denn optisch unterscheidet, weiß ich nicht. Technisch gar nicht. Ja. Ganz was vergessen, und zwar das Kartoffelpflanzen, die letzten 5 Hektar, das ist jetzt auch in Gang. Die Wagen sind alle am Feld und Vater löffelt da mit dem 414 die Kartoffeln in den Pflanzer und den Dünger. Ich denke, dass die zum Mittag hin dann noch locker fertig sind. Das ist ein langer Schlag. Das sollte eigentlich relativ zügig da gehen. Also dann werden wir heute mit den Kartoffeln endlich fertig. Das ist ja nice, ne? Und ich hoffe, dass wir irgendwie zum Ende der Woche
dass wir zum Ende der Woche dann auch mit dem Mais fertig werden. Das Problem ist ein bisschen, dass ich Mittwoch einen Termin mit der Beratung habe, wegen Agrarantrag. Das wird einen halben Tag in Anspruch nehmen und da können wir dann halt neben dem wahrscheinlich nicht Gülle fahren. Mal gucken, wie wir das dann machen. Aber normalerweise sollte das so hinhauen. Ne? Also bis gleich. So, liebe Leute, ich habe jetzt hier diesen kleinen Pissschlag angefahren, um zum Üben, zum einen zu üben und zum anderen, um das Ganze ein bisschen einzustellen. Und ich bin jetzt erstmal soweit zufrieden. Wir fahren jetzt zu einem Schlag, wo es ein bisschen länger ist, weil das hier, ne, da bist du kaum gerade, dann ist schon wieder das Ende erreicht. Aber es hilft ja nichts. Und dann zeige ich euch gleich mal, was ich davon weiß. Also ich kann auch natürlich nicht alles sagen, was der kann, weil ich weiß es nicht. Ich fahre den auch nur einen Tag, nicht meinen ganzen Tag. Und aus dem Grunde der Tau. Der ganz Tau. So. Und aus dem Grunde, ne? Nehmt es mir nicht übel, wenn ich euch nicht alles erklären kann. Also das, was ich jetzt brauche, das weiß ich auch nur zum Teil, aber es funktioniert. Also arbeiten kann ich damit, das ist alles gut. Wie gesagt, wir fangen gleich einen Schlag komplett neu an und dann zeige ich euch das, was ich davon weiß und wie ich das jetzt mache. Vorab kann ich jetzt aber schon sagen, dass es vom Arbeiten her ein ganz angenehmer Arbeitsplatz ist hier drauf. Also das ist wirklich ein sehr angenehmer Arbeitsplatz. Da gibt es schon mal nichts dran zu meckern. So, komm rum um eine Kurve. Der tote Ast auch stehen bleibt. So, also wir fahren jetzt zu dem Schlag bei unserem gepachteten Güllesilo hier. Und dann wollen wir da mal gucken, dass wir das Lenksystem auch richtig eingestellt kriegen. Also wird schon. Ich bin zuversichtlich. Und wenn was nicht geht, habe ich hier zur Nervenberuhigung ein bisschen Frühstück dabei von euch. Dankeschön nochmal. Also, weiter geht's. Das habe ich noch gar nicht geguckt, wo ich euch hier hinstellen könnte. Seite vielleicht. Geht das? Hält das? Da könnt ihr auch einen kleinen Moment mitfahren. Oder was? Da vorne steht der Beton sehr eng. So rumzirkeln. Den Beton wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt eintigern. Also für die, die es nicht, mitgekriegt haben, sollten eventuell, oder für Leute, die neu hier sind und neu zugucken, der Tiger, den haben wir in der Maschinengemeinschaft, also da gehört mir quasi zum Viertel mit. Orange Tiger, 3 Meter, Tiger AS, oh, hier ist verdammt eng. Muss man die denn auch ganz an die Straße stellen? Tut das Not. Oh, die hat sich jetzt gedreht, die Mülltonne, aber sie steht noch. Kann ich nicht ändern. So. Was ich schon festgestellt habe, das ist ein winzig kleiner Kritikpunkt, aber es ist einer, dass der Blinker nicht von alleine zurückspringt. Also bei unserem 414 ist es so, da springt er viel zu schnell zurück. Das nervt, da musst du ständig den Blinker neu setzen. Das ist eher noch schlechter als das hier. Aber dass er gar nicht von alleine zurückspringt, ja, man kann sich dran gewöhnen. Und so oft fährt man ja nur auch nicht auf der Straße, wo man abbiegt. Man ist ja primär eigentlich mit so einem Ding hier auf dem Acker zu gegangen. Aber trotzdem ist das irgendwie, ja, weiß ich
Blinker müsste. Ah, bleib da. Der Blinker müsste eigentlich hier weiter sitzen, finde ich. Der sitzt jetzt da. Da. Dann müsste hier weiter sitzen. Und er sollte schon alleine zurückspringen können. Also das weiß ich nicht. Kann jetzt technisch nicht so schwer sein, das umzusetzen, das hinzukriegen. So, wir fahren zum nächsten Schlag und dann geht's gleich weiter. So, da haben wir den nächsten Schlag. Und der ist ein bisschen länger, da lohnt sich das dann auch mit dem Lenksystem. Also was ich eben sagte, also für mich ist nicht nur der Schlepper hier neu und man muss sich da erstmal einfummeln, sondern grundsätzlich auch das Fahren mit Lenksystem natürlich, weil wir haben ja keins. Von daher ist das sicherlich alles nicht so, wie ich das jetzt mache, alles so, wie man das eigentlich machen sollte vielleicht, das weiß ich nicht. Ich ziehe mir eine ganz einfache AB-Linie und dann fahre ich runter drauf los. Das gibt ja sicherlich ganz viele tolle Sachen, die der Schlepper noch kann, die ich nicht weiß, aber wenn ihr die kennt, könnt ihr das gerne kommentieren. Mir geht es ja jetzt erstmal nur darum, überhaupt hier mal was fertig zu kriegen und das Ding in Ruhe ausprobieren zu können. Das hetzt mich jetzt keiner so richtig, weil wenn ich hier gleich erstmal in Gang bin, dann schafft das auch was weg. Von daher ganz entspannt. So. Juckeln wir hier mal ran. Da setze ich jetzt noch mal einmal zurück, weil sonst geht das Vorgewende. Ich bin immer ein Freund davon, den ganzen Acker zu bearbeiten, ne? Und nicht irgendwelche Ecken liegen zu lassen. Das gehört sich nicht. So. Setzen wir da mal ran an der Seite. Juli, also. Alle Angaben ohne Gewehr, das sage ich jetzt aber nicht nochmal, das muss jetzt reichen. Schalten wir erstmal die Heckhydraulik frei, Joystick frei. Jetzt hier wie beim Vario, das gibt es hier Stufe 1 und 2, das ist der Schalter hier, jetzt für die Straße 2 und da wird es auch angezeigt. Da gehen wir jetzt auf die 1, jetzt ist es auf 1, jetzt habe ich auf der vorprogrammierten Geschwindigkeit auf C1 habe ich 10 km/h, auf C2 habe ich 8 km/h. Hier sind die Tasten C1 und C2. 10 ist überhaupt kein Thema, da zieht er so geschmeidig über hinweg, also das funktioniert ganz easy. Ja, dann wollen wir das Ganze mal erstmal eben auf die Arbeitshöhe bringen. Einmal aktivieren. Da habe ich vorhin noch einen kleinen Moment gesucht, muss ich sagen. Außen, wir haben ja außen auch die Bedienung für die Heckhydraulik und da wollte nicht hinhauen. Das kam nicht in Gang und ich dachte, Mensch, das kann doch nicht angehen. Hier habe ich es aktiviert. Ja, und dann, ich habe es nicht hingekriegt. Und dann habe ich eben angerufen, weil ich sage, Mensch, hier, wie kriege ich denn die Außenbedienung in Gang? Das muss man außen genauso. Also wenn es hier aktiviert ist, ist hier oben alles gut. Grün, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann muss man unten genauso einmal hoch und runter drücken und dann kann man es benutzen. Ja, wenn es beim Friend oben drauf aktiviert ist, dann kann man sofort schalten und hier muss man es einmal von unten auch noch aktivieren. Ist überhaupt kein Thema, man muss es halt nur wissen. Ne? Wo ich hier gerade mich umdrehe, was ich an dem Sitz geil finde, das ist auch nur ein kleines Gimmick, aber das hier finde ich mega. Also normalerweise so fährst du und wenn man jetzt rückwärts fahren will, dann neigt man ja da schon dazu, den Ellbogen runterzuziehen, nach hinten zu legen. Und dann schiebst du dir das so rüber und dann kannst du hier ganz gemütlich so rückwärts rangieren. Also das ist eine feine Sache. Gibt es ganz bestimmt von anderen Herstellern auch, aber jetzt in dem Fall hier, für mich ist das neu, finde ich auch schön. Also, jetzt senken wir den ganzen Quatsch ab. Den habe ich hier auf die 1 gelegt. So, das sieht erstmal ganz nice aus. Und jetzt versuche ich gerade zu fahren. Jetzt versuche ich das ganze Parallelfahrsystem überhaupt in Gang zu kriegen. Also wollen wir uns jetzt erstmal die Aufzeichnung hier starten. Das habe ich nämlich eben auch falsch gemacht und dann, egal. gehen wir auf Go. Hier ist jetzt die Einstellung. Die Länge, das ist aber, hat er mir gestern noch erzählt, das muss nicht so genau. Ich habe mir jetzt 4 Meter eingestellt. Wie lang ist der? Der ist vielleicht ein bisschen länger, ne? Wir können auch mal eben hier. Ach, da habe ich das Komma vergessen. 4,50. Hey, Komma. Der ist wahrscheinlich, vielleicht ist er auch 5, ist egal. Das hat eben auch funktioniert. So, Arbeitsbreite. Wir haben ja den Tiger 3 AS, also 3 Meter Arbeitsbreite. So, und dann haben die hier kein RTK aktiviert. Das geht,
haben es aber nicht aktiviert. Das ist einfach nur parallel fahren ohne Korrektursignal. Und deshalb haben wir hier mal 2,90 Meter eingestellt. Ne? Ja, keine Ahnung. Ist auch egal im Grunde. Vielleicht würde auch 2,95 gehen. Aber ich fahre jetzt erstmal so und dann gucke ich mir das an. Dann einmal okay, bestätigen, dann Spurlinientyp auswählen. Gerade Fahrt wollen wir machen, ist aktiviert, auch okay. So, und dann kann das auch schon losgehen. Dann drücken wir jetzt hier auf A. Und jetzt fängt er an aufzuzeichnen. Jetzt fahren wir hier einmal hoch den Schlag. Und wenn wir oben angekommen sind, drücke ich einmal auf B und dann sollte der Rest funktionieren. Vielleicht muss ich auch gar nicht bis nach oben. Ich weiß es nicht. Wenn ihr das besser wisst, wovon ich ausgehe, erzählt es mir. So, und nach hinten raus können wir nicht ganz viel sehen, weil das staubt wieder wie Atze. Ach, Allrad wollen wir auch noch einschalten. Das machen wir da. Weil ich glaube, ohne Allrad wird selbst er dann irgendwann noch ein bisschen kleiner. Ach so, ja. Vom Fahren her habe ich auch noch nicht erzählt. Hier haben wir einen Wahlhebel, vorwärts, rückwärts. Feststellbremse quasi, elektronisch. So ist gebremst, hat aber auch noch eine normale Handbremse. Einmal wieder lösen, einmal nach vorne. Und wenn ich jetzt aufs Gaspedal drücke, dann geht das los. Ich kann jetzt auch einfach während der Fahrt auf C1 oder C2 drücken, dann zieht er automatisch auf die eingestellte Geschwindigkeit hoch. Jo, aber ich fahre jetzt mal einmal eben mit Fußgas hier. Die erste Bahn, ich bin noch gar nicht dicht weit genug rübergefahren. Jetzt wird es doch wieder ungenau. So, ich versuche jetzt mit einem ungewohnten Schlepper, mit einem Lenksystem, das ich nicht kenne, halbwegs schier zu fahren und dabei euch auch noch ein bisschen was zu erzählen. Also Multitasking ist ja nicht so einfach und das ist jetzt ganz schön viel für mich. Spiegel hat er auch nicht schlecht zum hinten rausgucken. Haben wir am 716 ja auch, an den anderen beiden Schleppern 414, 818 haben wir das nicht. So. Aber ich versuche jetzt, wie gesagt, halbwegs hier lang zu juggeln. Da wird aufgezeichnet, wie ihr sehen könnt. Ja, der Vorteil, wäre es jetzt live, wäre es natürlich geil, dann könnte ich auch direkt Fragen beantworten. Wenn ihr jetzt aber Fragen habt, schreibt die gerne hier unter diesem Video hier unten in die Kommentare rein, wenn ihr Fragen zu diesem Schlepper habt. Was ich beantworten kann, wenn ich es weiß, beantworte ich gerne. Und ansonsten liest Firma Schröder natürlich auch mit. Michi in dem Fall, denke ich mal. Und dann wird Michi euch sicherlich auch eure Fragen beantworten können. Und ja, ich weiß, dass der Schlepper nicht grün ist. Das ist aber auch nicht schlimm. Es geht jetzt einfach darum, was macht ihr für Arbeit? Wie lässt sich damit arbeiten? Wie ist der Fahrkomfort für den Fahrer? Wenn man da jetzt 16 Stunden am Tag und das wochenlang drauf sitzen muss, ist das okay oder nicht? Solche Geschichten. Ne? Dass der mit 300 PS auf unserem Karnickel-Sandboden hier mit dem Horsch Tiger 3 Meter spielt, sollte klar sein. Also wir haben da hinten noch ein bisschen was, wo es ein bisschen nasser ist. Wenn ich da jetzt heute noch hinkommen sollte und das wird dann ein bisschen schwieriger zu fahren, dann zeige ich euch das natürlich, wenn er was zu tun hat. Hier hat er jetzt ja wirklich überhaupt nichts zu tun. Wie schnell fahre ich denn jetzt? Ich fahre jetzt 10 plus minus 0, irgendwas mit dem Fußgas und der hat jetzt hier 1300, 1400 Motorumdrehungen. Ne? Der fährt wirklich, das könnt ihr mir glauben, der fährt vom Fahrverhalten her, fährt der 1:1 wie ein Vario. Der fährt wirklich 1:1 wie ein Fendt Vario. Das ist ganz angenehm, das ist kein Vergleich zum letzten Jahr, da hatten wir den ja als Lastschalter. Das war gar nicht meins, also da habe ich keinen Bock drauf, da habe ich echt keinen Bock drauf. Das habe ich auch so gesagt. Ansonsten war der Schlepper da ja wie dieser und war schön und alles schön und gut. Und Kritik könnt ihr in dem alten Video nachlesen. Wenn ich daran denke, verlinke ich euch das auch noch da oben oder hier unten oder was weiß ich. So, ich drücke jetzt schon mal B. Ja. B. So. Und jetzt ziehen wir hier auch nochmal eben diese erste Bahn ganz durch, damit wir nachher beim Vorgewende durchziehen auch alles mitgekriegt haben. Hier kann ich ausnahmsweise ein bisschen weiterfahren. So, einmal ausheben. Und jetzt wollen wir mal umdrehen und dann fahren wir, ne, theoretisch könnten wir jetzt ja schon, brauchen wir gar nicht umdrehen. Das ist ja Quatsch. Normalerweise können wir jetzt ja schon, das ist Live-Lernen hier für mich, mit euch dabei, können wir jetzt ja schon weiter in die Richtung juckeln. Lehne wieder zurückschieben, weiter in die Richtung.
bisschen ausholen, das war jetzt nicht zu viel vorgewendet. Das war bei dem kleinen Schlag echt nervig, ne? Sehr kurze Enden und dann noch so ein blödes Vorgewende, das ist dann ein bisschen ungeil. So, ich versuche einfach mal. Ich drücke jetzt hier auf Lenksystem, aktivieren, macht er nicht. Was habe ich vergessen? Habe ich was vergessen? Muss ich nochmal auf Go gehen? Nein, das war wieder zum Einstellen nur. Was habe ich jetzt vergessen? Michi sitzt jetzt da, guckt das Video und denkt so, Mann, Junge, ich habe dir das alles gezeigt. Das ist an. Warum macht er das jetzt nicht? Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Sollte das jetzt genau und AB-Linie habe ich gezogen. So. Eben gerade hat es noch funktioniert zum Testen. Guck mal, er zeigt da ja auch an. Warum will er da jetzt nicht anfangen? Das verstehe ich nicht. So, jetzt hat er mir das hier. Da zeigt er den Abstand an. Normalerweise sollte er da so starten. Warum tut er das nicht? Ich bin zu doof. Ich bin zu doof. Jetzt muss ich selber noch mal eben gucken und überlegen. Und wenn ich es gar nicht hinkriegen muss, muss ich immer noch. Nee, das ist Allrad. Da habe ich. Da. Da muss ich das aktivieren. Das habe ich nicht gemacht. Damit er auch lenkt. Leute, ganz wichtig. Mann. Junge. Okay. Jetzt sollte es aber hinhauen. Jetzt ist er gelb. Ja, jetzt lenkt er. Jetzt fängt er an zu lenken. So, dann wollen wir es einsetzen, aber nicht vergessen. Ja, jetzt weiß ich es. Okay, wir haben es noch hingekriegt. Jetzt gehen wir hier auf C1. Dass er sich auf die 10 km/h zieht. Und jetzt geht's los. Jetzt habe ich natürlich zu spät eingesetzt. Das ist natürlich jetzt am Vorgewende auf der Seite scheiße. Aber könnt ihr mal gucken, ob könnt ihr was erkennen. Wie ich schon sagte, also das staubt hier richtig. Noch ein kleines bisschen tiefer müssen wir noch. In der Heckhydraulik. So. Aber so sieht das ganz ordentlich aus, denke ich. Das sieht ganz ordentlich aus. So, wenn ihr jetzt ein paar Bahnen gezogen habt, dann werde ich nochmal den Kopter auspacken. Den habe ich mitgenommen, falls ich irgendwie zu schnell fertig werde, dass ich auch noch ein bisschen FMK fliegen kann. Weil das kann ich natürlich nicht während der Fahrt, auch wenn wir hier GPS haben, aber das ist zu gefährlich. Aber es gibt auf jeden Fall Luftaufnahmen noch. Im Moment ist das Wetter auch noch schön. Morgen ist es ganz bedeckt angesagt. Vielleicht kriegen wir morgen auch 0,1 Liter Regen. Aber jede 0,1 sind besser als kein. Wir können, wie man das hier erkennen kann, vom Staub her, können wir natürlich auch Regen brauchen. Ne? Ja, so, das ist jetzt so erstmal das, was ich bisher gelernt habe über diesen Schlepper. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und das hat ja jetzt gar nichts mit dem 8S oder mit MF überhaupt zu tun, sondern einfach nur Lenksystem. Es ist ein Traum. Also es ist wirklich ein Traum. Wenn wir irgendwann einen neuen Schlepper kaufen sollten, dann hat er definitiv ein Parallelfahrsystem. Aber ganz sicher, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Muss ich haben, will ich haben. Ich will nicht wieder ohne fahren. Muss ohne fahren. Wir haben 3 Schlepper und die haben alle keins, aber na. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir richtig gut. Das ist ganz was Feines. Also wenn viele von euch, die selber Schlepper fahren und die mit Parallelfahrsystem arbeiten, die können sich vielleicht noch daran erinnern, an das erste Mal Parallelfahren, wie geil das war. Ne? So fühle ich mich gerade. So wie ihr euch damals gefühlt habt, so fühle ich mich jetzt gerade. Es ist einfach geil. Es ist einfach geil. So ein schönes Arbeiten. Da kannst du ja locker 4 Stunden länger arbeiten. Weil das viel, viel entspannter ist. So, am Ende angekommen. Gas durchdrehen, damit er von dem Tempomaten runtergeht. Jetzt heben wir hier aus. Jetzt bin ich schon fast ein bisschen zu weit. Ne?
aber es geht noch. Ausgehoben, fahren wir jetzt wieder an die Seite. So, das ist so ein Ding, keine Ahnung, Vorgemeldemanagement, ja, nein, ich weiß es nicht. Das müsst ihr dann in dem Fall Michi fragen, oder Michi, wenn du dieses Video siehst, du kannst das auch gerne in die Kommentare reinballern. So, jetzt fahren wir hier halbwegs wieder hin, jetzt stelle ich hier, klicke ich da wieder auf mein Lenkrad, da, das wieder grün ist. Jetzt zieht er sich hier in die Spur, jetzt muss er noch ein kleines bisschen weiter davor fahren, dass wir ihn auch einsetzen können. So, einsetzen, den Rest zieht er sich ran. Und dadurch haben wir natürlich jetzt wirklich nicht unbedingt das kleinste Vorgewende. Ne? Das ist einfach so. Was macht er jetzt? Das ist ungeil. Das ist kein paralleles Arbeiten. Warum hat er das jetzt getan? Warum? Will er da, würde da ja wohl noch ranziehen oder nicht? Nee, ne? Zieht er noch ran? Das probieren wir jetzt mal aus hier, Leute. Nein, tut er nicht. Also, ausheben. Zurücksetzen. Beziehungsweise. Da ist ja in den Einstellungen irgendwas nicht richtig dann. Das gefällt mir nicht, dass ich jetzt zwei Bahnen habe und ist das so richtig, dass das da auch sogar anzeigt, dass es nicht richtig ist? Was ist das für ein Scheiß? Also das ist ganz sicher jetzt ein Bedienfehler. Eben ging es ja auch, aber das möchte ich so nicht haben. So, und hier wird nichts rausgeschnitten, also mein Unvermögen dürft ihr gerne sehen. Da habe ich überhaupt keine Schmerzen mit. So. Und wie gesagt, ich bin mir zu 200% sicher, dass das jetzt gerade, dass der Fehler zwischen Lenkrad und Sitz sich befindet. So, jetzt muss ich grübeln. Einmal wieder rüber. Wie komme ich denn jetzt in die Einstellung, ohne die AB-Linie neu zu ziehen? Guck mal, da, was passiert denn, wenn ich jetzt da drauf drücke? Lenkt er denn, dann müsste er ja wieder in die falsche Spur reinziehen, oder? Leute? Ja. Er will wieder in die falsche Spur rein. Warum möchte er das denn wohl? Was ist da? Da ist nix. Auch nix. Strange. Das ist strange. Zahnrad ist ja eigentlich Einstellung, ne? So. 3 Meter Arbeitsweite. Das hatten wir vorhin auf 4. Ich stelle das mal zurück. Aber daran kann es ja an den nicht liegen. So, 2,90 Meter. Ist das Signal hier? Kann das am Signal liegen? Nee, oder, Leute? 3 Meter Arbeitsbreite, das ist soweit. Das ist eigentlich, ist das alles richtig? Okay. Eigentlich ist das alles richtig. Da weiß ich mir jetzt nicht zu helfen. Nee, jetzt zieht er wieder hin. Er zieht uns da wieder hin. Warum macht er das? Nein. Zieht er immer wieder hin. Fragen über Fragen. Dann machen wir das Ganze nochmal von vorne, weil anders weiß ich mir jetzt gerade nicht zu helfen. Ich habe auch keinen Bock, da ständig anzurufen und zu nerven. Das muss ich irgendwie alleine hinkriegen. So. 3 Meter Arbeitsbreite, 4 Meter Länge, das war so, wie ich es vorhin hatte. Vorhin ist er parallel gefahren, also 2,90 Meter. Ach, das wird da eingestellt, Abzug. 10 cm. Das lasse ich auch so, das hat eben gepasst. Okay, Spur, Linientyp haben wir auch. Dann machen wir jetzt nochmal neu. Ich weiß es nicht. Leute, ich weiß es nicht. Warum, wieso, weswegen? Aber dann können wir jetzt immer ausprobieren, was passiert, wenn ich. Guck mal, jetzt könnte ich schon auf B drücken. Das mache ich jetzt mal. Und dann gucken wir, was passiert. Ob das jetzt richtig ist, weiß ich nicht. Das war zu früh, jetzt ziehen wir zu weit rüber. Ja. Ja.
jetzt arbeiten wir hier doppelt. Das war definitiv scheiße. Das war super scheiße. Nochmal. Stopp. Go. Okay. Spur, yo. Ah. Ich habe es vorhin anders gemacht. Vielleicht das daran. Vielleicht mal gucken. Ich war so froh, dass ich das so fast auf Anhieb hingekriegt habe. Und jetzt sowas. Also ich juckel jetzt eben nach oben und dann gucke ich nochmal. Das Video wäre mir hier sonst zu lang. Der hat hier jetzt schon so viele Minuten auf der GoPro, sonst haben wir nachher keinen Akku über. Also bis gleich. So, ich glaube, ich habe es jetzt so leidlich hingekriegt. Ich hatte eben Michi doch nochmal angerufen, weil ich da mir nicht zu helfen wusste. Ne? Man kann jetzt da nochmal drüber korrigieren. Das ist wahrscheinlich auch nur nicht ganz richtig, wie man das macht, wie ich das gemacht habe, aber er fährt jetzt parallel. Also das Signal ist super, weil er sagte ja, vielleicht ist das Signal auch nicht in Ordnung, aber das Signal ist hier, können wir nochmal drauf gucken, Verbindungsstatus gut. Ne? Also da kannst du nicht anliegen. Hab hier vollen Empfang hier, die Balken. Ach Mensch, da wollte ich doch gar nicht hin, den wir wieder weg haben. So, dass der jetzt hier so komisch aufgezeichnet hat, das liegt an mir. Also ne, da jetzt nicht wundern, vielleicht kriegen wir es beim nächsten Schlag dann auch mal sauber hin, dass wir alles sauber grün haben. Da zum Beispiel zeigt er ja an, dass ich da noch nicht gewesen bin, da war ich aber schon. Da habe ich ja eine neue AB-Linie gezogen, beziehungsweise bin einmal manuell gefahren. Ja. Also ich übe noch, ich habe ja keine Ahnung davon. Und dafür, dass ich keine Ahnung habe, bin ich jetzt erstmal zufrieden, dass er jetzt fährt. Ich ziehe jetzt nochmal eben 2-3 Bahnen, um sicher zu gehen, dass es auch wirklich jetzt alles so hinauf, wie ich mir das vorstelle. Und dann wollte ich eigentlich mal gucken, dass ich, und das Handy pimmelt auch in einer Tour, dass ich gleich mal hier die Drohne in Gang kriege, dass wir noch ein bisschen schöne Luftaufnahmen davon kriegen. Wer weiß, wie lange die Sonne noch draußen ist. Ein paar Wolken haben wir auch, das könnte ganz schicki aussehen. Naja, und hier ist dann halt auch noch der Vorteil, dass der Schlag ein bisschen länger ist. So ist jetzt der Plan. Also, dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn es hier, das ist ja so leicht hügelig, ne? Wenn es hoch geht, dann geht er auf so 15, 50, also 100 Touren mehr oder was. Aber der spielt damit. Also der spielt da wirklich mit. Das ist überhaupt kein Thema hier. Gar kein Problem. So, jetzt habe ich euch noch Luftaufnahmen im Kasten. Das hat auch geklappt. Und jetzt muss er Hektar schaffen. Jetzt wollen wir es schaffen. So, der zeichnet hier jetzt immer den Quatsch mit auf. Also das ist mir völlig lax. Hauptsache er fährt parallel. Aber auch das mache ich falsch. Das mache ich definitiv falsch. Ist aber nicht weiter schlimm. Man kann sich das natürlich auch alles komplett programmieren. Habe ich nicht getan. Ein Aussetzen und sowas. Aber das ist ein Knopf. Also von daher soll mich das jetzt nicht weiter stören. Parallel fahren tut er, wie er soll. So, jetzt habe ich mir das, habe ich ja schon gesagt, ne? Da habe ich es mir raufgelegt. Einmal C1 und weiter geht's. Das ist das, was ihr in den Luftaufnahmen, na, wie machen wir das denn? Was euch jetzt mal in den Luftaufnahmen angucken könnt, habe ich zwar eben gerade aufgenommen, aber ist egal. So habe ich das wenigstens vorher erzählt. Also, wünsche euch viel Spaß mit den Luftaufnahmen. Ich hoffe, es ist was geworden. Keine Ahnung. Mal gucken, was ich da für Musik hintermache. Ich hätte Bock auf was Rockiges.
Ja, jetzt habe ich mich gerade gefragt, warum ist das hier so warm? Warum ist das hier so warm? So, und dann sitzt du hier und denkst, wo zum Geier ist hier die Einstellung, da ist das Radio, ja, aber wo stelle ich denn jetzt hier die Temperatur ein? Bis man sich überlegt, es könnte ja hier sein, und zwar haben wir nämlich da die Einstellung. Da ist sie, oh, nee, 17 will ich nicht, 18 ist schon okay, 18 Grad, Klimaanlage an, hier wo er hinpusten soll, da wie doll er pusten soll, das ist gar nicht doof. Ich meine, klar, wenn sowas kaputt geht, ne, kostet viel Geld, aber erstmal geht's und das ist schön. Genauso wie das Licht übrigens ja auch, das ist da. So, das hätte ich auch suchen müssen. Ich brauchte es ja noch nicht, aber das hätte ich suchen müssen. Aber jetzt weiß ich, wo es ist. Also gar nicht mal so blöd. Hier hast du das Hamburger-Menü, nennt ihr das, also das Hauptmenü, mit allen Geschichten anzuwählen. Du kannst aber auch swipen. Also einmal nach rechts wischen, von rechts nach links, dann bist du beim Parallelfahrsystem, noch weiter bist du bei Hydraulik und so weiter und so weiter. Ne? Also es ist sehr intuitiv. Also als ich das erste Mal hier drauf saß, habe ich gedacht, Kacke, den kriegst du nie richtig in Gang. Also fahren, klar, aber arbeiten. Ne? Aber es ist nicht schlimm. Also man muss einen Moment sich nehmen und dann läuft das. So, jetzt sind wir hier schon wieder am Ende angekommen. Einmal Gas durchpeppen, damit er wieder frei ist. Ausheben. Einmal die Lenkung betätigen. Das Parallelfahrsystem natürlich gleich aus. So, und was ich festgestellt habe, ist, dass er manchmal in eine falsche Spur möchte. Das ist ganz, ganz selten, aber manchmal kommt das vor. Dann will er 3 Meter weiter. Da habe ich noch nicht so ganz rausgefunden, was ich da falsch mache oder ob das vielleicht nicht an mir liegt. Das weiß ich nicht. So, ich aktiviere das Lenksystem. Nee, jetzt fährt er wieder richtig. Also meistens in 99% der Fälle ist alles richtig. Nur habe ich das jetzt einmal auf diesem Schlag und einmal auf dem C1 wieder drückt. Einmal auf diesem Schlag und einmal auf dem anderen Schlag, auf den kleinen, wo ich ganz zu Anfang war, habe ich das jeweils einmal gehabt. Also da wollte er jetzt nicht hier parallel fahren, sondern wäre jetzt versetzt 3 Meter da gefahren. Vielleicht ist es auch Sinn der Sache, dass man so fahren soll. Ich weiß es nicht. Ich fahre jetzt so, dass ich möglichst gerade reinkomme und dass ich nicht, wer weiß wie lange, hin und her tüdeln muss. Da ist die andere Bahn, habt ihr eben gesehen, hier ist diese, da arbeite ich jetzt ran und dann kommt der Rest. Ich bin hier auch ein bisschen weit auseinander gefahren. Das habe ich auch mit Absicht gemacht, um einfach zu gucken, wie das alles so funktioniert. Also normalerweise hätte ich da irgendwo fahren sollen, dass man wirklich in einen ganz geschmeidigen Boden rumfahren kann und dann gleich wieder einsetzen und weiter. Ne? Das wäre sicherlich sinnvoller gewesen, aber es ist erstmal wichtig, dass die Arbeit fertig wird und das sieht gut aus. Es ist hier, wie ihr sehen könnt, es staubt wie Atze. Das war in den Luftaufnahmen ja auch zu sehen, denke ich. Es ist hier schon echt trocken. Also das ist absolut die richtige Entscheidung, dass wir hier nicht pflügen, sondern dass wir hier einfach nur Tiefen lockern mit dem Porsche Tiger. Den kann man jetzt ja auch ein bisschen besser sehen, wo der Staub ein bisschen wegpustet. Der Schlepper ist natürlich auch schon voll gestaubt jetzt. Lässt sich nicht vermeiden. Oh, der GoPro-Akku, scheiße. Ist so. Ich muss mal schnell Ina anrufen, die wollte mit Mittag herkommen, dass sie mir bloß einen GoPro-Akku mitbringt. Verdammte Axt. Scheiße, geht gleich weiter. Ach, Gott sei Dank, Ina ist noch nicht los. Die bringt mir einen GoPro-Akku mit. Ich habe eben erzählt, wo die liegen. Mann, ey, das kann nicht angehen. Heute Morgen frisch reingepackt. Wahrscheinlich habe ich schon viel zu viel gesabbelt. Ich will aber die Kamera ja gerne auch nochmal außen an den Tiger anbauen nachher. Ne? Was ich eben noch sagen wollte. Wir haben hier ja zur Winterbegrünung haben wir hier Roggen drauf gehabt, Grünroggen. Das ist jetzt, war einmal umgegrubbert, damit das Kraut ein bisschen mit vertrocknet. Und dann haben wir ja hier Gärreste gefahren, wie ihr ja auch gesehen habt. Und dabei die auch wieder eingegrubbert. Und das immer wirklich nur sehr, sehr flach. Ne? Also 5 cm in der Erde gewesen. Und jetzt sind wir hier Tiefen lockern. Oberhalb furztrocken, das ist nur noch Staub, aber unten drin ist es durchaus noch Feuchtigkeit vorhanden. Man sieht das ja hier auch, das wird es ein bisschen dunkler in der letzten Bahn. Nach hinten raus wird es noch besser zu sehen sein, aber da staubt es, da kann man es nicht erkennen. Aber wir haben noch Feuchte. Würden wir das jetzt pflügen, dann wird es tatsächlich dann wirklich viel zu trocken werden. Ne? Also das ist jetzt so dringend, dass mal Regen kommt. Das ist nicht so ernsthaft was angesagt, außer die 0,1 morgen ganz vielleicht oder so. Ne? Also hier ist echt trocken. Also das ist eine ganze Ecke trockener als bei uns zu Hause, muss ich feststellen. Erschreckend. Erschreckend. Ja. Ich hatte ja
Facebook, Quatsch, nicht Facebook, Instagram Story gepostet und da haben auch schon ein paar Leute, ein paar von euch haben auch schon geschrieben. Einer sagte, ja, eigentlich ein schöner Schlepper, hat nur noch ein paar Marken. Ich habe große Marken noch nicht festgestellt, aber das könnte ja noch passieren, weiß ich nicht. Ich habe ihn ja auch nicht lange, also das ist natürlich auch so, wenn man das ernsthaft wissen will, dann muss man das irgendwie natürlich länger testen, ne? Verschiedene Arbeiten machen und solche Geschichten. Aber das ist jetzt erstmal so, um den Eindruck zu kriegen. Ich habe den ja letztes Jahr, haben wir den ja auch schon gehabt, da hat Mirko mit Tiger gearbeitet und da war mein größter Kritikpunkt, der da war einfach, dass kein stufenloses Getriebe war. So, das haben wir jetzt aber ja. Das ist ja, hatte ich ja schon gesagt, Vario-Getriebe vom 900, von der 900er Serie, Fett Vario, butterweich. Ich muss jetzt echt ein bisschen aufpassen, dass ich bei meiner Bewertung von diesem Schlepper, wie ich persönlich subjektiv den finde, das ist alles subjektiv, das ist hier kein wissenschaftlicher Test, auch wichtig, wie ich das empfinde. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht das Drecksystem zu sehr in den Vordergrund stelle, weil das für mich ein neues und das einfach geil ist. Ne? Also es ist einfach ein ganz anderes Arbeiten, habe ich ja schon gesagt, schon ein paar Mal, glaube ich. Es geht um den Eindruck als Schlepper, ne? Losgelöst von dem Parallelfahrsystem. Und da werde ich dann, wenn ich aufhöre zu fahren, auf jeden Fall auch noch was zu sagen. Ne? Jo, aber jetzt noch ein paar Runden drehen. Wir haben das jetzt 12.12 Uhr steht da, 16 Grad außen steht da, auch toll. Ne? Außen Grad, Außentemperaturanzeige haben sie mittlerweile auch alle, gehört auch dazu, finde ich. Und dann kommt Lina irgendwann mit den Kindern, die holt sie aus dem Kindergarten ab. Und mit dem Mittagessen hierher, erstmal eben auf dem Feld schnell was, damit ich nach Hause schnuckeln muss, den ganzen Weg von Osterfest nach Wulzhof, damit wir eben Fläche schaffen. Und wenn dann Feierabend ist, dann kann ich auch nochmal so mein grobes Fazit zu dem Schlepper, wie er jetzt hier ist, geben. Das will ich gerne tun. Ich habe letztes Jahr ja auch schon mal kurz Fazit gemacht, deshalb werde ich nicht wieder auf alles eingehen. Also wen das interessiert, weiter unten in den alten Videos, irgendwann letztes Jahr sind zwei Videos mit dem 8S. Und da könnt ihr gerne nachgucken. Da habe ich schon sehr viel darüber gesagt. In Anführungszeichen viel. Ja, ich habe gesprochen über Dinge, die mir wichtig sind. So, nochmal ganz wichtig, weil da hatten damals auch ein paar geschrieben, ja, das ist das für ein scheiß Fazit, das ist immer kacke. Das ist meine Meinung. So, die muss man nicht teilen. Aber meine Meinung, die darf ich auf meinem YouTube-Kanal schon noch sagen und das tue ich dann auch. Jo, also. Hier geht es munter weiter. Der Akku macht auch gleich schlapp, aber Ina bringe ich gleich einen neuen mit, wenn sie ihn nicht vergisst. Ich hoffe, das passt. Ja, zu viel ist auf diesem Schlag gar nicht mehr zu tun. Dann können wir, ich muss mal sehen, ich glaube, wir fahren dann da hinten neben der Biogasanlage. Da werden wir dann mal weitermachen, da 6,5 Hektar. Dann den kleinen Zipfel da ganz hinten. Und dann bleiben noch zwei Schläge in die Richtung danach. Das ist zwar jetzt ein bisschen hin und her gefahren, aber je nachdem, wie das jetzt vorangeht, sonst macht Mirko morgen Vormittag den Rest, dann kann er dann hinten rumfahren und die beiden Schläge morgen machen. Mal gucken, wie das zeitlich passt. Der Schlepper wird ja eigentlich am Mittwoch, nein, nicht eigentlich, das ist so, der wird am Mittwochmorgen abgeholt. Also wir haben den heute und morgen und wir werden den nicht den ganzen Tag morgen brauchen. Niemals werden wir den ganzen Tag brauchen. So, und jetzt kann mein Nachbar, das habe ich eben nochmal abgesprochen, an der Stelle nochmal Dankeschön, Michi. Kann mein Nachbar den morgen auch noch mal probieren. Die müssen nämlich auch noch einmal mit dem Tiger los. Die gehören auch da zur Maschinengemeinschaft dazu. Und dann lassen wir den Tiger, den da, den lassen wir gleich am Schlepper dran. Ich mach den dann sauber, tank den voll und dann stellen wir den, wenn wir soweit durch sind, stellen wir den beim Nachbarn auf den Hof und dann kann er direkt so damit weiterfahren. So der Plan. So, was ist da los? Keine Ahnung. Geht es ja so leicht runter, nimmt er sich jetzt so knapp 12 Liter Sprit im Hektar, beziehungsweise 35, 36 Liter die Stunde.
eingestellt, wir fahren hier, das pendelt immer zwischen 9,5 und 10. So. Aber hier auch von der Bodenbeschaffenheit und hoch runter ist das jetzt nicht so genau. Es könnte auf einem anderen Schlag besser sein. Da gucken wir dann, achten wir dann nochmal drauf. Ich erinnere mich dran. Ha. Hoffe ich vergesse das nicht. Aber da würde ich dann gerne tatsächlich nochmal drauf gucken, wie das da aussieht, was er da anzeigt. Eine Bahn haben wir hier zwischen noch, dann haben wir das Ziel erreicht. Und dann bleibt der kleine Rest dann noch über. Ich denke aber, dass Ina auch gleich kommt mit dem Mittagessen. Wie spät haben wir es jetzt? 12:30 gleich. Auszusetzen. Also wenn ich was finde, dann ist das hier immer noch auf hohem Niveau. Also ich hätte zum Beispiel hier ganz gerne noch eine Ablage fürs Handy zum Beispiel, so eine Schale oder sowas, wo man das reinlegen kann. Kann man sich natürlich bauen. Hier ist ja diese, heißt das hier auch Hutschiene? Ich vermute mal ja. Ne? Diese Montageschiene hier an der Tür, ne, ist ja keine Tür, am Fenster. Da kann man sich also Quatsch hier hinbasteln. Das wäre ja nicht das Problem. Und da würde ich mir auf jeden Fall sowas machen. Dann Tablet-Halter. Das kann man hier alles platzmäßig noch super unterkriegen. Also hier ist wirklich viel Luft für Geräte. Auch für wichtige Geräte, wenn man jetzt Maschinen hat, die für die Steuergeräte brauchen. Ne? Auch klar. Doch. Ja, man kann das Handy auch hier reinlegen, aber da liegt ja jetzt mein Frühstück. Also passt das Handy ja nicht. Das liegt jetzt da. Prioritäten setzen. Ich habe hier gerade rumgespielt und dann habe ich so gedacht, was ist das denn da? Das sieht ja aus wie eine Kamera. Drückst du darauf, zack, guck dir das mal an. Das ist ja auch was Feines, ne? Kamera direkt da zum Dreipunkt oder wenn man Anhänger anhängt zum Zugmaul. Das ist mal eine feine Sache. Junge. So, den Schlag haben wir fertig und machen jetzt einen kleinen Schlag neben und dann machen wir den 6,5 neben der Biogasanlage und dann sehen wir, wie weit wir sind. Jetzt haben wir das 10 von 2. Und eigentlich wollte Christian Müller noch vorbeikommen. Müller Agromedia bei Instagram. Der sich dafür interessiert, ist ja noch schon öfter da gewesen. Er war gestern da, hat bei uns in der Halle hier richtig schicke Fotos von dem 8S gemacht. Und er fragte dann, ob er nochmal herkommen könnte im Einsatz. Ich sage unbedingt, total gerne. Also er kommt dann nach der Arbeit her, das wird wahrscheinlich so zwischen 3 und halb 4 wird das wohl sein. Naja, dann mache ich jetzt eben den kleinen Schlaf und bin dann auf dem großen. Und dann hat er da ein bisschen Platz, kann sich da austoben und irgendwo hinstellen auf dem Acker, wo er sich hinstellen will. Und dass ich ständig nur hin und her drehen bin. Ne? Das ist der Grund dafür. Liegt aber alles auf einem Weg. Also von daher ist es lax. So. Gas. Jetzt habe ich auf C1 hier
51 km/h. Hier oben rauf. Was ist passiert? Läuft. Läuft. Da steht der Christian im Staub rum. Er sagte gerade schon, in manche Richtung, da kannst du den Tiger gar nicht mehr sehen, so staubt das. Jetzt gerade geht's mal. Das ist echt scheiß trocken, ey. So, wir sind beim dritten Schlag angekommen. Nee, vierter Schlag. Und langsam kriegt man auch den Dreh mal raus. Läuft sich alles zurecht. Jetzt haben wir das 15.11 Uhr. Außentemperatur 20. Richtig warm geworden heute. Da ist er. Guck an, Christian hat auch ein Drönchen mit. Der fliegt jetzt da. Da könnt ihr bestimmt bei ihm bei Instagram auch noch mal bestaunen hier. Real oder so, keine Ahnung. Ist voll real. Da. Wir sehen ihn ja. Aber wie man sieht, blendet ihm das auf dem Display. Er freut sich da so drüber. Michi ist auch gerade da. Der steht auf der anderen Seite. Der wollte auch noch mal gucken. Läuft alles. Dass ihn mir noch einen Akku mitgebracht hat. Also wäre das Video schon zu Ende gewesen, ey. Teufel. Es fehlt hier so ein bisschen Metall zum Magnetkamera festmachen, habe ich festgestellt. Das ist ganz spannende Dingenskirchen-Einstellung, kriegen wir nicht. Da haben wir angefangen, bis da müssen wir noch, ja, über die Hälfte haben wir, passt schon, ne? Und es staubt wie Sau, also es hat jetzt keinen Zweck, die Kamera da hinten raufzustellen, ehrlich gesagt, weil die nach kürzester Zeit so voll gestaubt ist, dass man nichts mehr sehen würde. Es ist scheiße. Es ist sofort trocken, ich meine, guckt euch den Scheiß hier an, ey. Überall liegt der Scheiß. Da. Tja, kannst nichts machen. So, und die Übersichtlichkeit, ne? Das meinte ich. Also, man kann hier wirklich super nach vorne runter gucken, bis vor die Kabine quasi. Das ist echt gut gemacht. Also, trotzdem, dass der so bullig ist. So, Objektivwechsel, sagt er, und jetzt macht er noch mehr ein paar Fotos da. Ne? Ausdauer hat Christian. Wollen wir so irgendwas erkennen? Ich glaube ja, ne? Emilio kommt gleich noch, der will gerne noch mal mitfahren und dann will ich nicht mehr so viel filmen. Aus dem Grunde, mal ganz lange braucht man ja auch nicht, vielleicht erkannt hat. Und aus dem Grunde wollte ich noch ganz schnell mal eben kurz so meine Eindrücke schildern. In ein paar Stunden, in denen ich jetzt hier in Gang bin, das ist wie gesagt vierter Schlag. Wann waren wir denn in Gang gekommen heute Morgen? Ich weiß es gar nicht mehr. Kriegen wir zusammen. Jedenfalls haben wir es jetzt 20 vor 5, also ein paar Stunden sind das schon. Ein paar Stunden haben wir schon geschafft. Vom Arbeiten her, die Kabine. Das hatte ich ja schon zweimal, glaube ich, wenn ich sogar dreimal erzählt. Gefällt mir echt gut. Also man hat hier richtig Platz drin. Es ist ein schöner Arbeitsplatz, angenehm. Man hat eine sehr gute Rundumsicht, wie ich ja auch schon ein paar Mal gezeigt hatte. Aber man kann hier wirklich überall
sehr gut rausgucken, wenn sich gerade staubt wie Otze, ne, wie jetzt gerade hier. Das ist eine feine Sache. Dann die Menüführung, wenn man sich dran gewöhnt hat, wenn man ein bisschen dran rumgefummelt hat. Was geil ist, zum Beispiel Gymix wie diese Kamera zum Anhängen. Das ist auch eine geile Sache. Und die ganzen Einstellungen und Klima und sowas, das alles von einem Touchscreen einzustellen ist, das gefällt mir schon echt, muss ich sagen. Also das ist wirklich nicht verkehrt. Und man kann auch schnell rüber swipen für die verschiedenen Einstellungen. Also das ist schon gar nicht blöd. Das ist wirklich clever gelöst. Viel mehr kann ich dazu so gar nicht sagen. Er macht, was er soll. Also funktioniert wirklich. Er hat Leistung. Ich meine, gut, 300 PS, auch das ist klar, ist für uns zu viel, bräuchten wir nicht. Und das merkt man hier auch. Also der spielt damit jetzt, zumindest bei diesen trockenen Gegebenheiten und bei diesem wirklich sehr leichten Boden hier, ist das überhaupt kein Problem. Also das wird schwerer gehen bei uns im Wohnstoff, da wo wir Lehm haben, unanlänglich ist. Da sieht das Sägewerk ein bisschen anders aus, aber trotzdem, Reserve hat er noch genommen. Kleine Kritikpunkte, ist ja nicht viel, die ich habe, will ich aber auch noch anbringen. Das eine ist immer noch die Tür, also mich nervt sowas, das ist eine Kleinigkeit. Das ist nicht wirklich schlimm, weil wie oft soll man die auf und zu machen, man muss ja nicht ständig hoch und runter. Trotzdem ist das irgendwie ein bisschen doof und das sind ja wirklich Kleinigkeiten, die so schwer zu lösen nicht so schwer zu lösen sein können. Mein Gott, ihr wisst, was ich meine. Ja, ist jetzt so, ne? Also gut, kann man mit leben. Dann fehlt mir, wie gesagt, hier in Armlehnhöhe noch mal eine kleine Ablage. Das wäre toll, ist aber auch Pipifax, kann man, haben wir schon festgestellt, auch selber machen. Und was ich so zur Technik noch einzubringen habe, ist das GPS. So ein bisschen gelegentlich hakt das mal. Also was ich festgestellt habe, ist, dass Scheiße, ich war schon fertig. Auch eine neue Spur. Nicht aufgepasst. Man sieht es schlecht, aber man kann es hier in der Karte ja ganz gut sehen. Ne? Was wirklich blöd ist, wenn man ein bisschen zu schräg, ich habe das jetzt noch nicht eruiert und da fehlt mir jetzt noch so ein bisschen die Zeit für, um das auszuprobieren, aber wenn man ein bisschen zu schräg in seine Reihe reinfährt, dann kriegt er die falsche Spur. Also er fährt nach wie vor logischerweise parallel, aber er will in die falsche Spur rein. Und das ist, keine Ahnung, ob andere Systeme das auch so machen. Ich habe noch kein anderes System gefahren, das wisst ihr, wir haben sowas nicht. Aber ich glaube nicht, dass das unbedingt bei jedem so ist. Und das ist manchmal, dann reißt ihr dir komplett rum und dann bist du wieder am Eingreifen und dann hast du schon wieder hinten so viel verloren und hast dann in 2 noch ein größeres Vorgewende, weil du zu spät gerade eingesetzt hast. Also, naja. Wenn man das weiß, lenkt man halt ein bisschen länger selber und drückt dann erst auf den Startknopf, auf eben den da, um die Lenkung zu aktivieren. Ist auch nicht schlimm, aber hat mich ein bisschen gewundert. Und die Genauigkeit im Parallelfahren, dadurch, dass der, wie gesagt, hier ist ja NTK nicht freigeschaltet, und das merkt man schon auch ein bisschen. Also ich habe das vorhin gehabt und da hatte ich da sogar die Kamera ran. Ich weiß es nicht mehr. Doch, das war heute Morgen noch. Ne? Da hat er ja auch aus unerklärlichen Gründen beim zweiten Schlag das nicht mehr so machen wollen, wie ich das wollte. Da habe ich ein bisschen dran rumgefummelt an der Einstellung. Es läuft jetzt und dieses Problem ist auch noch nicht wieder aufgetreten seitdem. Aber ja, weiß ich nicht. Das ist aber auch schon alles, was ich in dem Kurzzeittest jetzt zumindest an negativen Eindrücken haben. Also das ist alles wirklich Kleinkram. Im Großen und Ganzen muss ich ganz ehrlich zugeben, erstaunlich gut. Hatte ich so in der Form gar nicht unbedingt erwartet, dass das gut läuft. Gefällt mir. So, und das beantwortet jetzt, glaube ich, auch die Frage von demjenigen, der bei Insta geschrieben hatte. Kannst du mal deine Meinung dazu sagen? Das ist meine subjektive Meinung.
Meinung, mein Eindruck nach ein paar Stunden Arbeiten mit dem Tiger. Ich würde durchaus noch ein paar Tage mehr damit arbeiten können. Das wäre keine schlimme Sache, das würde schon Spaß machen. Ja, kann man durchaus noch machen. Wenn ihr die Gelegenheit habt, so einen mal auszuprobieren, tut es, kann ich euch nur empfehlen. Ja, das dazu. Also wir sehen, ich halte die Kamera auch wieder an. Wir müssen mal gucken, wie wir morgen zum Rande kommen. Ob wir morgen vielleicht nochmal mit der FV-Drohne da was machen können. Mal schauen. So, jetzt mit der Telefon. Später. Moinsen, Dienstag, 3. Mai. Und wir haben wieder ein Gerät, das nicht will. Der da. Also, für alle, die auf Bestellung warten, einen kleinen Moment später wird das. Ich muss jetzt gleich, noch ist da keiner zu erreichen von den Technikern, mit dem Techniker telefonieren, weil der haut nur halbe Seiten raus. Der hört immer auf nach der Hälfte und wir wissen nicht warum, wir kriegen es nicht in den Griff. Also telefonieren, gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ansonsten ist Mirko heute Morgen jetzt noch mal einmal mit dem Tiger los bis heute Mittag. Zwei Schläge noch machen. Heute Nachmittag werden wir dann in Osterfelde wohl schon Mais legen, weil ich hatte für Freitag angemeldet, er hat aber wenig Zeit und dann, ja, dann von mir aus soll er das schon machen, soll er das schon fertig machen. Ja, müssen wir gucken. Jetzt gerade ist ein bisschen arg stressig, deshalb würde ich sagen, ich kopiere diese Dateien schon mal auf dem Rechner. Das heißt, dieser Vlog ist zu Ende. 281 war das, ne? 281 ist zu Ende. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich hoffe, euch hat das gefallen mit dem 8S. Das ist mal was anderes. So ein roter Vario. Und ich muss echt sagen, Hut ab, Respekt. Der ist doch deutlich besser, als ich gedacht habe. Also fährt sich echt gut. Ich bin gespannt, was Mirko nachher sagt. Also, ganz lieben Dank, wie es weitergeht, verpasst ihr natürlich nicht, seht ihr im nächsten Video, das wäre dann 282 und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, Dankeschön und auf Wiedersehen. Wir sehen. Tschüss.